Ja. Guten Morgen, liebe Mami, hast du gut geschlafen? Guten Morgen, liebe Mami. Hast du gut geschlafen? Und was soll ich jetzt frühstücken? Ich komm ja. Gib Anton schon mal was. Immer ich. Luzi kann doch auch. Ab. Komm, Anton, wieder mal ich. Kein Mensch erwartet von dir überall eins. Aber mehr als eine 5 in Französisch wird ja wohl drin sein. Ja, wenn Papa mit mir geübt hätte. Wir wissen beide, dass man sich auf deinen Vater nur bedingt verlassen kann, also schiebe nicht dauernd als Entschuldigung vor. Alle Scheidungskinder schreiben manchmal schlechte Noten. Ich nicht. Du bist auch ein Streber. Vor der nächsten Arbeit üben wir zusammen. Du, Französisch? Kannst du es überhaupt? Bien sûr, mon petit poulet. Was hast du gesagt? Genau deswegen müssen wir zusammen üben. Können wir jetzt endlich fahren? Seid ihr denn fertig, meine Damen? Ich schon. Was ist denn mit dir? Also komm, 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 mach immer auf die letzte Minute. So, Anton, hepp. Dann ist Schluss. Los, los, hast dein Sportzeug. Oh, ja, dann aber ab. So. Was können Sie mir denn Gutes empfehlen heute? Sekunde, ich bin gleich bei. Offen auf? Nein, danke. Ich esse ja alles, außer Schweinefleisch. Unser Tagesgericht ist heute Rotbarschfilet in Curry. Sauer. Ah ja. Aber ich bin ja gar kein Fischfan. Wer ist dann mit Hühnerfleisch, süß sauer? Davon bekomme ich. Bitte sehr. Sodbrennen. Ja, dann habe ich genau das Richtige für Sie: Tofu Chop Suey. Garantiert rein vegetarisch. Danke, aber ich bin kein Vegetarier. Nobody is perfect. Bitte schön. Einmal Huhn in Currysoße. Eine Sekunde bitte, ja. Entschuldigung. Scheibe? Ja? Wann war das? Ja. Ich bin in 20 Minuten bei Ihnen. Ja, danke, wiederhören. Die Regeln gelten auch für Sie, Frau Seibel. Ich halte mich sonst akribisch dran. Geht gleich weiter. Übernimmst du kurz für Sie? Sie können doch. Tut mir wahnsinnig leid, weil meine Tochter hat sich verletzt. Ich schwör's. Ich bin sofort zurück, ja? Danke. Ja, los, los, an die Arbeit. Wer war das? Robert, das ist mir völlig egal. Es sind auch deine Kinder. Fahr doch. Termine. Das sagst du jedes Mal und hinterher stellt sich raus, dass du auf dem Golfplatz warst. Hä? Ich bin sachlich. Lahmarsch! Ja, du sowieso. Hör zu, Severinstraße 18. Dr. Feinger. Bitte sei wenigstens einmal da, wenn ich dich brauche. Ich habe schließlich auch einen Job. Das heißt, du übernimmst die Kinder heute Nachmittag. Okay, danke. So, Schatz. Sitze hier, komm. Entschuldigung. Entschuldigung, wollen Sie hier sitzen? Dankeschön, geht schon. Hallo, ich heiße Imke. Hallo, ich heiße Felix. Tut's weh? Bin vom Schwebebalken geknallt. Oh. Warum guckst du meine Mami so an? Findest du sie hübsch? Imke. Hab ich geguckt? Hab's genau gesehen. Psst, war nicht verraten. Sie müssen entschuldigen, meine Tochter ist manchmal ein bisschen... Lassen Sie nur. Sie hat alles im Blick. Mensch, Pätzchen, was machst du denn für Sachen? Passiert. Aua! Mensch, Robert, jetzt pass doch ein bisschen auf. Ganz ruhig, nicht künstlich aufregen. Papa hat alles stehen und liegen gelassen. Ich hoffe, sie liegt bequem. Soll ich wieder gehen? Das könnte dir so passen. Können wir Salbe, bitte? Ja!
Herr Michels? Herr Michels? Herr Michels, es dauert noch. Dr. Feiner ist gleich da für Sie, aber Sie sehen ja, was hier los ist. Ja, sieht ganz gut aus. Mhm. Also, tschüss, ich muss dann. Moment, du hast doch gesagt, du nimmst die Kinder heute Nachmittag. Das hast du falsch verstanden. Ich habe noch einen Termin. Robert, bitte, ich muss zurück ins Restaurant. Es geht nicht, tut mir leid. Spätzchen, gute Besserung, hab dich lieb. Wir müssen dieses Schloss endlich reparieren lassen. Tut mir leid, es ist etwas später geworden. Es riecht aber schon gut. Hallo. Eben waren Sie noch al dente, jetzt sind Sie matschig. Ich musste warten, sonst wäre ich pünktlich gewesen. Wieso koche ich denn überhaupt, wenn ich sowieso nie weiß, ob du dann kommst? Ich muss nur noch schnell anrufen, bin gleich wieder da. Ist denn nicht. Hier, Schatz. Ich trinke Kakao. Na? Was machst du denn hier? Ich wollte noch mal nach Imke sehen. Das fällt dir ja früh ein. Jetzt brauche ich dich nicht mehr. Na, Spätzchen, tut's noch weh? Doll. Tut mir leid, es ging nicht anders. Bei dir passt's nie, wenn's um deine Töchter geht. Blödsinn, ich kümmere mich um die beiden so gut es eben geht. Oh ja. Alle 14 Tage stopfst du sie mit Eis und Cola voll. Und wenn ihnen dann richtig schlecht ist, dann lieferst du sie hier ab. Weißt du, was dein Problem ist? Ja, du. Ich nehme mal den Kakao. Bitter heißt das. Genau das meine ich. Immer brauchst du einen Sündenbock. Immer willst du alles alleine machen. Wenn du es dann nicht schaffst, ist natürlich jemand anders schuld. Natürlich. Ich bin selber schuld, dass ich hier mit zwei Kindern hocke und einem Hund. Und vor lauter Langeweile auch noch arbeiten gehe. Hier, deine Mandarine. Ja, ja. Wenn du wenigstens den Unterhalt pünktlich bezahlen würdest. Bis jetzt hast du dein Geld immer noch bekommen. Ja. Kaum trete ich dir 5 Wochen auf die Füße, schon lässt sich der Herr zu einer Überweisung herab. Schon mal was von Dauerauftrag gehört! Mein Gott, aber muss ich mir eigentlich diese Scheißlaune hier antun? Hm? Tschüss, Spätzchen, gute Besserung. Papa geht wieder. Oh ja, bitte. Geh doch zu deiner Britta. Marlis. Blas ihr den Nagellack trocken und heul dich an ihrem Silikonbusen aus. Ach, weißt du, was Marlis betrifft? Nicht jeder Busen besteht aus Silikon, bloß weil er straff und fest ist. Mama, was ist Silikon? Das braucht man, um was abzudichten. Könnten Sie mir auch die Adresse geben? Ja, ich weiß. Ist denn der Herr Dr. Feinger noch in der Praxis? Ah, das ist ein Glück. Dann fragen Sie ihn doch bitte. Die Kleine braucht doch ihren Turnbeutel. Ja, ich warte. So. Gut aus. Und, wie viele Pillen bist du losgeworden? Keine. Schon seit Wochen. Wenn sich an unserem Gesundheitssystem nichts ändert, behandeln wir Krebs bald mit Kopfschmerztabletten. Ja, und wenn du das weiterhin im Alleingang ändern willst, dann kommst du bald in die Klapsmühle. Björn, ich muss Geld verdienen. Du weißt doch, wir haben zurzeit hauptsächlich Schulden. Und wann ist der große Termin? Morgen. Wäre schön, wenn du mitkommst. Klar. Gut. Gib mir ein halbes Jahr. Dann übernehme ich die Leitung der Filiale und dann können wir die Herren die Füße küssen. Gratuliere.
Ach, jetzt vergiss doch mal Robert. Wenn eure Scheidung durch ist, dann bist du endgültig los. Dann fängt dein Leben erst an. Als erstes bin ich wahrscheinlich mal meinen Job los. Bin doch heute Mittag einfach abgehauen. Außerdem ärgere ich mich über mich selber. Dass mich dieser Kerl mit seinen blöden Sprüchen immer noch so zur Weißglut bringen kann. Du brauchst einen Liebhaber. Welchen aus der Schlange da draußen soll ich nehmen? Ach, wenn du mich fragst, also den kleinen, dicken da hinten oder den dritten? Nein, mal im Ernst. Gönn dir mal wieder was. Du rackerst dich zu Tode. Wir haben nur ein Leben, genieß das. Ich hab's mir nicht ausgesucht. Oder findest du auch, dass ich immer einen Sündenbock brauche? Das würde ich so nicht ausdrücken. Sondern? Kümmere dich einfach mal wieder mehr um dich selbst als um alle anderen. Luzi, was ist passiert? Nichts. Aber wenn mich eh alle fett finden, dann kann ich auch Schokolade fressen. Ich geh mal besser. Mhm. Soll ich den morgen mitnehmen? Ja, sei so lieb, dann habe ich meinen Weg gespart. Tschüss, ciao. Auf der Villa lasten beträchtliche Hypotheken, Herr Michels. Und Sie wissen ja so gut wie ich, dass wir mit der Tilgung in den letzten Monaten nicht wirklich vorangekommen sind. Was bedeutet das konkret? Dass wir um eine Zwangsversteigerung des Anwesens nicht herumkommen werden. Es sei denn, Sie brächten in den nächsten Wochen den Betrag von 350.000 Euro auf. Wenn es weiter nichts ist. Es tut mir wirklich sehr leid, Herr Michels. Aber mir sind die Hände gebunden. Unser Vorstand ist in letzter Zeit, naja, wie soll ich sagen, etwas nervös. Sie können uns doch nicht einfach auf die Straße setzen. Dieses Haus bedeutet für uns beide mehr als nur vier Wände und ein Dach über dem Kopf. Ich bedauere das auch, Herr Michels. Aber jetzt mit Ihnen als Alleinverdiener, tja, das reicht zur Tilgung einfach nicht aus. Tja, sowas kommt nach dem Ableben meines Partners leider häufiger vor. Morgen, wie immer. Oh, den muss ich noch abgeben. Ja, das können Sie dann alles zusammen drüben bezahlen. Hallo. Ein Grappa, bitte. Und einen doppelten Espresso. Ja, können Sie schon einstecken. 3,70, Zeitung 97. Und bis 10, danke. Ciao. Ja, hallo. Michels hier. Hallo. Ich wollte einen Termin bei Frau Dr. Berger vereinbaren. Ja, Moment, ich komme noch. Bleib ich bitte dran. Ich warte, danke. Ja, hallo. Herr Dr. Bayer, ich grüße Sie. Nein, Sie sind reserviert, ja. Hallo, Ihre Zeitung. Moment, jetzt lassen Sie mich doch noch mal erklären. Das war ein Notfall gestern. Sie können mich doch nicht einfach feuern. Ich wollte ja wiederkommen. Wollte. Dankeschön für Ihr Mitgefühl. Scheiße. Scheiße sagt man nicht. Na endlich. Aber nicht so lange. Was geht dich das an, du Kröte? Viel Pickelgesicht. Ha, mit Babys rede ich überhaupt gar nicht. Hört endlich auf, alle beide! Was ist, der Verband zu fest? Mm-mm. Glaubst du, er ruft an? Wer? Felix, der Mann beim Arzt. Schatz, ich habe jetzt wirklich andere Sorgen. Hallo. Hallo? Der ist mir irgendwie zugeflogen. Zugeflogen, so. Der tut nichts. Hoffentlich weiß er das auch. Hast du Angst vor Hunden? Ich glaube, die meisten Hunde mögen mich nicht. Anton ist da wohl anderer Meinung. Tja, dann... Ja, ja, danke nochmals. Ich hoffe, Sie hatten keine Umstände deswegen. Nein, gar nicht.
waren mir ein Vergnügen. Oh, Entschuldigung, möchten Sie eine Tasse Kaffee? Nein, danke. Es tut mir leid, ich muss los, ich habe noch einen Termin. Okay. Ja, tschüss. 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 Tut mir leid, ich muss los, ich habe noch einen Termin. Das war doch total nett von dem Mann. Ja, Schatz. Willst du einen Kakao? Gerne. Nicht dein Tag heute, was? Du kannst mir doch sicher 350.000 Euro leihen. 35. Mehr habe ich gerade nicht dabei. Das bringt mich jetzt unglaublich weiter. Felix, deine Selbstmitleidsphase muss jetzt endlich mal vorbei sein. Du bist ein echter Freund. Ja. Freunde sind Menschen, vor denen man laut denken kann. Mit Sonja konnte man das. Felix, Sonja ist jetzt wie lange tot? 2 Jahre, 3 Monate und 8 Tage. Wie viele Sekunden weißt du nicht? Nein. Meinst du nicht, du hättest dich lange genug vergraben? Ich habe 12 Termine pro Tag mit 12 verschiedenen Kunden plus die Sprechstundenhilfe. Hättest du das vergraben? Kunden, immer nur Kunden. Wo bleibst du? Du nutzt deine Arbeit wie ein rezeptfreies Betäubungsmittel. Komm, ich gebe ein Haus. Kannst du dir das leisten? Vielleicht gewinne ich einen Lotto. Ach. Wann spielst du überhaupt? Nicole, könnten wir uns bitte betrinken? Das tut mir so leid. Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Plötzlich war das Ding einfach weg. Bist du sehr sauer? Ach, was? Vergiss es. Ich gewinne doch eh nie was. Guck, seit Jahren tippe ich dieselben Zahlen. Und nichts kommt bei rum. Was für ein Seuchentag. Jobfutsch, Lottoscheinfutsch. Prost. Weißt du was? Was Besseres als diesen Selbstbedienungsjob finden wir auf jeden Fall, schwöre ich dir. Hm. Wie geht's denn deinem Sohn? Björn hat eine Freundin. Was Ernstes? Ich glaube schon. Du, das wird dir auch gut tun. Ja, ja, vielleicht. Du sag mal, was ist denn mit der Frau, von der du mir da erzählt hast? Ich glaube, die Tochter mag mich. Aber die Mutter... Die Mutter? Ist sie alleinerziehend? Eher unglücklich verheiratet. Es ist ein Grund, aber kein Hindernis. Oh Gott. Ich muss los. Halt die Ohren steif. Carlos. Hm? Papa hat sie jetzt auch voll auf ihre Seite gezogen mit ihrem blöden Knöchel. Mama ja sowieso. Oh, warte mal, Schatz. Mama. Gute Nacht, Schatz. Schlaf gut. Nacht. War meine Mutter. Ein Glück. Erwischt. Schluss, jetzt Licht aus. Oh nein, ich muss auflegen. Entschuldigung. Hab dich lieb. Tschüss. Hallo.
Die Chips sind leider alle. Egal. Das Foto kenne ich gar nicht. Nee, das habe ich gerade erst wieder entdeckt. Schöne Frau. Du siehst ja ähnlich. Das nehme ich jetzt als Kompliment, ja? Wie ist denn das so? Ich meine, ohne Mutter. Einsame. Ich denke jeden Tag an sie. Das mag ich so an dir. Dass du deine Gefühle regen kannst. Das liegt an dir. Das nehme ich jetzt als Kompliment. Und bist du auch mal ehrlich? Willst du wirklich die Wahrheit wissen? Ja. Ich liebe dich so. Cool, Daddy, danke. Ich weiß ja, was meine Süße sich wünscht. Geil. Von Mama hätte ich die echt nie gekriegt. Ja, du weißt doch warum. Kein Geld, bla bla. Tja, manchmal muss man eben Prioritäten setzen. Luzi, lässt du mich mit deinem Vater bitte einen Augenblick alleine? Aber Mama. Abmarsch. Deine Hausaufgaben hast du garantiert auch noch nicht gemacht. Danke, Papa. Hm. Was soll das werden? Ja, ich dachte, wir sprechen noch mal über unsere Scheidung. Oh, okay. Ich höre. Guten Tag. Nehmen Sie doch einen kleinen Platz. Ja, du könntest denn das Haus behalten. Mitsamt den Schulden. Okay, aber dann gehört es dir in 5, 6 Jahren. Und was verlangst du für deinen großzügigen Verzicht? Astrid, komm mir einfach mit dem Unterhalt ein bisschen entgegen. Ist doch ein fairer Deal. Fairer Deal, ja? Sag mal, hast du eigentlich einen Knall? Haust einfach ab, lässt mich mit 2 Kindern hier sitzen und willst nicht mal zahlen? Robert, ich bin auf das Geld angewiesen. Ich habe dank dir keinen Job mehr. Bitte was? Ach, verstehe. Jetzt willst du mich also finanziell ganz ausquetschen. Telefon. Jetzt bleib doch mal sachlich. Ich geh schon. Von ausquetschen kann gar keine Rede sein. Ich will nur, was mir zusteht. Lucy Seibel? Herr Michels. Ja, hallo, Michels. Frau Seibel? Ja, Moment. Ah, danke. Mit dir kann man einfach nicht vernünftig reden. Runter. So ein Typ, aha. Nicht so ein Typ, aha. Seibel, ja bitte. Hallo, entschuldigen Sie den Überfall. Felix Michels hier. Ich bin der Mann mit dem Turnbeutel. Ja, hallo. Störe ich vielleicht? Soll ich ein andermal anrufen? Ja. Nein, ich meine, können Sie vielleicht später nochmal anrufen? Ja, sicher. Gern. Gut, also dann bis gleich. Ja? Danke. Tschüss. Süß?
Du kannst ja noch richtig rot werden. Blödsinn. Also ich habe damit überhaupt keine Probleme. Ganz im Gegenteil. Wow, hast dich ja richtig aufgebrezelt. Lässt du mich so gehen, ja? Klar, ich hatte ganz vergessen, wie gut du aussehen kannst. Guck mal. Hier, wenn wir schon in Perpignan sind, dann könnten wir eigentlich noch nach Barcelona. Ist gar nicht so weit weg. Ja, sicher. Echt, du nervst. Wieso denn? Ich dachte, in deinem Alter lässt man sich nicht mehr von Frauen aus der Ruhe bringen. Dachte ich mit 19 auch. Und, bringst du sie mit nach dem Essen? Na ja, mal, das ist das erste Date. Unwahrscheinlich. Könnte trotzdem nicht schaden, hier ein bisschen Klarschiff zu machen. Danke. Ist doch Ehrensache. Ich kann doch nicht zulassen, dass sie dir gleich wieder stiften geht. Oh Gott, ich muss los. Papst? Papst! Was denn? Das macht bestimmt mächtig Eindruck. Was? Na, der Lappen in deiner Hose. Oh. Ich freue mich. Schöne Grüße von Anton. Danke. Zurück. Waren wir so damit beschäftigt, eine gute Ehe zu führen, dass wir gar nicht gemerkt haben, dass sie schon zu Ende war. Das ist Blödsinn. Verlassen hat er mich für ein 20 Jahre altes Magerjoghurtmodell. Schrecklich. So dünne Frauen. Ich wünschte, ich hätte ein bisschen was davon. Oh nein, bitte nicht. Da wird sowieso nichts draus. Gut. Dazu esse ich viel zu gerne. Haben Sie besondere Vorlieben? Ja.
Aber das gibt's in keinem Restaurant, nur bei guten Großmüttern. Hm. Himmel und Erde mit Flönz. Himmel und Erde mit Blutwurst. Ja. Da gibt's bei mir kein Halten mehr. Meine erste Liebe, da habe ich immer Gummibärchen in die Schule mitgebracht. Aber sie hat mich überhaupt nicht beachtet. Wie lange haben Sie es probiert? Als ich 12 war, habe ich es aufgegeben. Und wie haben Sie Ihre Frau kennengelernt? Auf dem Oktoberfest. Wir haben damals beide in München studiert. Leider hatten wir nicht genug Zeit miteinander. Sie ist vor 2 Jahren tödlich verunglückt. Waren Sie schon mal beim Bowling? Ja, da wären wir. Vielen Dank für den schönen Abend. Ich bin der Beschenkte. Ich gehe jetzt mal rein und werde die Party beenden. Anton ist verschwunden. Guten Abend. Was heißt verschwunden? Ich habe ihn nur ganz kurz von der Leine gelassen. Wo war das? Da. Anton! 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 Komm her, ja. Anton! Anton! Nichts, leider. Ich verstehe das nicht. Er ist noch nie abgehauen. Vielleicht ist er schon nach Hause gelaufen. Und wenn ihm was passiert ist? Ach wo. Wahrscheinlich schnüffelt er einer hübschen Terrier-Dame nach. Weißt doch, wie wir Männer sind. Allein die Vorstellung, dass er vielleicht in irgendeinem Versuchslabor gefangen gehalten wird. Astrid, das sind doch alles Horrorgeschichten. Völlig übertrieben. Das musst du als Firmenvertreter ja sagen. Verdammte Kacke! Alles wegen des blöden Köters. Wo sind die Kinder? Die suchen da hinten, glaube ich. Du kannst sie doch nicht einfach allein hier rumlaufen lassen. Ich hol sie schon. Nett? Halt dich da raus und such weiter. Anton. Anton. Oh, my God.
sind das nur für Menschen? So kurz vor den Ferien ist es besonders schlimm. Naja, viele machen sich einfach zu wenig Gedanken. Wenn das Tier plötzlich stört, wird es abgeschoben. Dann landen sie hier. Wenn sie Glück haben. Manche werden noch überfahren oder enden als Versuchskaninchen im Labor. Ich könnte ihnen Geschichten erzählen. Naja, sie haben ja jetzt alle gesehen, auch unsere Neuzugänge. Ist ihr Anton dabei? Hey, sie dürfen die Hoffnung nicht aufgeben. Er gehört doch zur Familie. Ich hätte besser auf ihn aufpassen sollen. Jetzt sei doch froh, dass du endlich los bist. Anton, sag mal, spinnst du? Ich dachte, wir reden von Robert. Ja, logisch. Da mich eh jedes männliche Wesen sofort verlässt, kann man schon mal durcheinander kommen. Ach, Mann. Ich habe immer gedacht, das müsste so sein. Das wäre Schicksal. Hm. Isst du noch was? Aber das stimmt nicht. Man kann was ändern, sonst glaubt am Ende noch jeder, dass er es mit mir machen kann. Robert war darin auf jeden Fall Meister. Robert, Mensch. Ich muss los. Scheidungsvertrag. Zahlst du? Danke. Optimal. Lass mal sehen. Passt das mit euren Matratzen? Ja, also Nina hat eine 1,40, da müsste gehen. Rutsch mal. Irgendwie beneide ich dich. Wieso? Naja, der erste Urlaub nur mit Freundin ist schon was Besonderes. Deine Mutter und ich sind damals nach Spanien gefahren. Und? Wir hatten gerade unser Zelt aufgebaut und sind duschen gegangen. Als wir zurückkamen, steckten nur noch die Heringe im Boden. Das Zelt hatte sich über die Klippen verabschiedet. Ja, und der Urlaub war vorbei, oder? Oh nein. Die restliche Zeit haben wir unterm Sternenzelt geschlafen. Über uns der Mond, unter uns das Meer. Und neben uns jeden Morgen die Guardia Civil mit Trillerpfeifen. Wahnsinnig romantisch. Und wie? Das unterschreibe ich nicht. Das ist kein Scheidungsvertrag, sondern eine Kapitulationserklärung. Was willst du? 50-50 ist absolut fair. Ich zahle doch kein Haus ab, in dem ich nicht wohne. Wir haben die Finanzierung gemeinsam unterschrieben. Ja, damals war ich jung und dumm. Frag mich mal. Robert, wir müssen einen sauberen Schnitt machen, schon der Kinder wegen. Hör auf, mich ständig mit den Kindern zu erpressen. Was heißt denn hier erpressen? Jetzt pass mal auf. Du kannst herumvögeln mit wem und wo du willst. Ist mir scheißegal. Aber glaub nicht, dass ich dein Liebesnest bezahle. Ich weiß ja selbst, dass ich zu viel arbeite. Ah ja. Und was fängst du mit deiner Erkenntnis an? Wir müssen nur noch ein bisschen Geduld haben. Und wenn das Foradol einschlägt, dann nehme ich mir mehr Zeit für dich. Und für mich auch. Ja, und was, wenn nicht? Das wird schon. Papa, woher weiß ich, was Frauen wirklich wollen? Gar nicht. Wieso? Naja, also Nina und ich, wir fahren doch jetzt weg und wenn es jetzt ernst wird, dann... Was mache ich, dass es nicht in die Hose geht? Da würde ich dir empfehlen, sie vorher auszuziehen. Entschuldige, ganz schlechter Witz. Ich muss zahlen. Ach, du hast jetzt keinen Termin, oder? Leider. Wir reden noch mal darüber. Richtig. Versprochen. Hm? Bleibt ihr jetzt für immer zusammen? Schwarz, ich weiß es nicht. Wieso? Ich kann nicht in die Zukunft sehen. Ich schon. Was siehst du? Ich sehe ein weißes Pferd mit einer zotteligen Miene. Dich und Felix in einer Kutsche. Ich habe ein weißes Kleid an und Blumen im Haar. Und ein ganz großes Kinderzimmer. Nur für mich alleine. Und Anton ist auch wieder da. Ja. Anton kommt bestimmt zurück.
wirklich ein Traum, das Haus. Ich wollte, dass du es noch einmal siehst, bevor irgendein Geldhahn in der Werbeagentur daraus macht. Hier. Jetzt kommen wir zum Herzstück des Ganzen. Augen zu. Und jetzt die Augen auf. Nein. Ja, das gibt's doch nicht. Himmel und Erde. Habe ich dafür in Bewegung gesetzt. Gute Großmütter sind selten geworden. Du bist verrückt, weißt du das? Ja, klar. Ja. Dafür doch nicht zu entschuldigen. Es ist seltsam, hier mit dir zu leben. Sanja und ich sind vor 10 Jahren hier eingezogen und haben uns so viel vorgenommen. Wir haben einfach gedacht, wir könnten die Zukunft bestimmen. Wie bringst du Gott zum Lachen? Du erzählst ihm deine Pläne. Ach. Jan! Hallo! Entschuldige, ich habe mich ein bisschen verspätet. Hallo Nina. Herr Michel? Ja, ich suche uns einen charmanten Platz. Was ist los mit dir? Kaum taucht eine Frau auf, bin ich wohl abgeschrieben oder was? Na hör mal, sowas darfst du gar nicht denken. War nur Spaß. Bin froh, dass du dich verliebt hast. Vielleicht wirst du jetzt wieder normal. Okay, pass auf dich auf, ja. Und auf Nina. Hier, für alle Fälle. Ich weiß nicht, was ihr in den 70ern gemacht habt, aber 2 reichen noch, oder? Jetzt nimm mal. Und ruf mal an, ja? Hier. Ich habe auf dich gewartet. Ist was mit den Kindern? Nö, die schlafen noch friedlich. Ist Anton zurück? Leider nicht. Was ist damit? Das ist unser Scheidungsvertrag. Ja, das sehe ich. Ich habe ihn jetzt doch unterschrieben. 50-50. Genau wie du es wolltest. Und woher kommt dieser plötzliche Sinneswandel? Du hast noch keine Ahnung, oder? Wovon? Hallo, hallo. Die Geburtstagszahlen. 6 richtige. Mit Superzahl? Mit allem drum und dran. Mensch, ich bin reich. Wir können die Villa behalten. Ich kann's doch gar nicht glauben. Au. Ich glaube, der Schwarze passt zu mir. Brauchst du eine Garage? Ja, sicher. Die Villa bekommt eine Doppelgarage mit elektrischem Rolltor und Fernbedienung. Das ist doch nichts Besonderes. Für mich schon. Rolle, 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 Rolle. Alter Spinner. Und den schenke ich Astrid. Mit rosa Schleife. Mensch, Astrid. Ich muss mich endlich melden.
Ich würde erst mal meinen Mund halten. Wieso denn? Geteiltes Glück ist doppeltes Glück. Von wem? Keine Ahnung. Volksmund. Pass mal auf, du Lottokönig. Hm. Seit wann kennst du die Dame? Schon ewig, habe ich das Gefühl. Gerade mal ein paar Tage. Hast du irgendeine Ahnung, wie die auf deinen plötzlichen Reichtum reagiert? Geld ist das Mittel, um alles zu haben, bis auf eine gute Gesundheit und eine uneigennützige Geliebte. Von wem? George Bernard Shaw. Hm. Sie muss dich wollen. Naja, und wenn du dich dann zufälligerweise noch als gute Partie herausstellst, umso besser. Also, nichts überstürzen, okay? Was bist du doch für ein Arsch? Ein mieser, raffgieriger... Moment mal, ganz langsam. Du hast doch immer gewollt, dass wir alles ganz gerecht teilen. Bitte, ich füge mich nur deinem Willen. Mach, dass du rauskommst. Bin schon weg. Ach übrigens, sag mal, hast du meine neue Kontonummer? Deine neue Kontonummer? Mhm. Freu dich nicht zu früh. Ich hab den Lottoschein verloren. Natürlich, das würde ich jetzt an deiner Stelle auch behaupten. Wir sehen uns. Den verdammten Lottoschein hingetan hast. Was ist denn passiert? Sie haben meine Zahlen gezogen. Ich brauche die verdammte Quittung. Was denn für eine Quittung? Nichts. Und jetzt? Lass mich mal überlegen, was ich gemacht habe. Ich war zuerst bei der Kosmetikerin, dann habe ich den Wagen inspiziert. Karin! Ja, warte. Dann habe ich Zigaretten gekauft. Und dabei habe ich den Schein abgegeben. Ja, und dann? Ich weiß es nicht mehr. Ich muss das Ding irgendwo liegen gelassen haben. Ich habe wirklich nie Glück. Bestenfalls mal dran schnuppern und dann Age April. Es tut mir so leid. Wie komm, lass jetzt bitte. Astrid. Danke. So, ihr zwei. Ja. Lasst es euch schmecken. Sagt man, ihr zwei, ihr würdet euren Vater doch nie anlügen, oder? Natürlich nicht. Auch nicht, wenn die Mama so ein kleines Geheimnis hätte? Kommt drauf an. Worauf? Wenn das Geheimnis mehr wert ist. Frau Oberin, was wollt ihr denn noch haben? Danke, nichts mehr. Ich muss auf meine Figur achten. Bei dir ist doch eh alles zu spät. Sei ruhig, du kleine Kröte. Das hat sich erledigt. Kröte. Hallo, es reicht, ja? Hört ihr jetzt mal auf, bitte. Hallo. Seid ihr euch denn wirklich sicher, dass die Mama nicht nur so tut, als wäre der Lottoschein futsch? Wieso sollte sie? Das ist ganz einfach. Die will mich fertig machen. Wahnsinnig leid. Davon kann ich mir nichts kaufen. Jetzt bleib doch mal stehen, ich will mit dir reden. Lass mich einfach in Ruhe. Jetzt sei doch nicht so stur. Was kann ich denn mehr machen, als mich bei dir zu entschuldigen? Frauen, was erwarten Sie? Astrid, ich bin eine blöde, verantwortungslose Kuh. Du hast wirklich jedes Recht, sauer zu sein. Aber bitte, red mit mir. Sauna, 16 Uhr, du zahlst. Yeah.
Ja, genau. Welche alleinerziehende arbeitslose Mutter möchte schon ein paar Millionen im Lotto gewinnen? Wenigstens geht Robert auch leer aus. Das war wirklich das einzig Positive. Wenn Anton halt zurückkommt, dann heule ich dem Geld keine Tränen mehr, ich schwöre es. Oh, das ist aber viel Geld für einen kleinen Hund. Nicht für Anton. Weißt du was? Heute Abend stellst du mir mal deinen Herrn Felix vor. Keine Widerrede. 8 Uhr. Ich zahle und ich koche. Okay, wenn er Zeit hat. Wie ist er denn, dein Herr Felix? Offen, sensibel, charmant. Ganz anders als Robert. Ein guter Liebhaber ist er auch. Wo ist denn der Haken? Hetsch geht der ab. Da macht das Fahren richtig Spaß. Ja. Und die schönsten Frauen gucken dir hinterher. Nicht mir, dem Auto. Aha. Guck mal, Navigation. Da brauchst du gar nichts mehr selber machen. Da kommst du automatisch überall hin. Das ist doch nichts Besonderes. Na, für mich schon. Gib doch mal Astridstraße ein. Ja. Nach 150 Metern zweite Straße links. Wenn möglich, bitte wenden. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Schön wär's. Ja. Ich hätte nie gedacht, dass es dich noch mal so erwischt. Ich auch nicht. Aber Felix ist wirklich pünktlich beunruhigend. Na, wie sehe ich aus? Wie ein debiles Honigkuchenpferd. Danke. Und aus unserem Reisebüro in der Steinstraße? Ich bin der Manager-Coach und für spezielle Geschäftskunden zuständig. Nein, meine letzte Reise ist leider schon länger her. Ich habe Sie aber schon mal gesehen. Spielen Sie Tennis? Gib's einfach auf. Ich habe ihn entdeckt. Pech für dich. Tja, scheint so. Dabei, ich könnte schwören, naja, ich komme noch drauf. Noch ein bisschen Wein? Gern. Ich mach schon mal. Entschuldigung. Hey. Hey. Ja, 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 du möchtest was? Gern. Ja, ich hoffe, genau. Tschüss, tata. Entschuldigung, meine Mutter. Und dass wir uns in der Trattoria Toscana gesehen haben? Sagen Sie, wo ist die Toilette? Da geradezu unter die zweite Tür links. Geht's dir nicht gut? Na, alles bestens. Viel verträgt aber nicht dein Volltreffer. Was soll ich jetzt machen? Ich wusste erst gar nicht, wo ich hier schon mal begegnet bin, bis ihr Handy geklingelt hat. Und hat's bei dir auch geklingelt? Und wie? Okay. Fakt ist, der Lottogewinn steht dir eigentlich gar nicht zu. Fakt ist auch, du brauchst das Geld. Sonst kannst du deine Geliebte wieder vergessen. Fakt ist weiterhin, dass du ein ganz schönes Arschloch bist, wenn du die beste Freundin deiner Geliebten um so viel Kohle bescheißt. Dass es aber tatsächlich ihr Gewinn ist, bleibt bisher nur Spekulation. Obwohl mir mein Gefühl sagt, dass es so sein kann, aber nicht muss. Ja. Pass auf, find erst mal raus, ob es wirklich Karins Schein war. Und wenn ja, dann solltest du dir schnellstens überlegen, ob du es dir leisten kannst, ein guter Mensch zu sein. Hallo, Astrid. Felix, hallo. Kann ich dich mitnehmen? Gerne. Wo musst du hin? Ich will noch mal ins Tierheim. Gucken, ob Anton inzwischen aufgetaucht ist. Tut mir leid wegen gestern. Hat es denn mit mir zu tun? Nein, nein, natürlich nicht. Mir war nur plötzlich Hundeelend. Vielleicht war es einfach noch zu früh für den Frauentyp. Ganz schön tough, deine Freundin. Ich wollte sie nicht zur Feindin haben. Wahnsinnswohnung. Verdient sie so gut oder hat sie im Lotto gewonnen? Karin und Lotto. Guter Witz. Könnte ja sein.
Solange der Einsatz nicht fest verzinst wird, im Leben nicht. Ist doch eine vernünftige Einstellung. Spart eine Menge Enttäuschung. Weißt du, ich habe nämlich... Wieso interessiert dich das eigentlich? Einfach so. Okay. Es tut mir wirklich leid. Ich mache mir solche Vorwürfe. Du kannst doch nichts dafür. Ich habe heute Nacht geträumt, dass Tiffy wirklich in so einem Versuchslabor gefangen gehalten wird. Aber das ist doch Blödsinn. Tu nicht so, als gäbe es dir nicht. Du hast doch Britta gewählt. Aber nicht bei uns. In Deutschland hat doch jeder Biber mehr Rechte als wir selbst. Hast du was gegen Tiere? Nein, natürlich nicht. Ach, ich reagiere allergisch auf Tierschützer, die meinen, sie müssten uns verantwortlich machen für jeden überzüchteten Köter, der zu blöd ist, um nach Hause zu finden. Zu blöd? Mein Anton, geht's dir noch gut? Habe ich doch nicht gesagt. Tatsache ist, dass die Gesetze in Deutschland so streng sind, dass in jedem Einzelfall geprüft wird, ob ein Tierversuch nötig ist oder nicht. Und die Firmen halten sich daran. Erzähl mir doch nichts. Ihr seid doch Experten, was das Umgehen von Gesetzen angeht. Und außerdem weißt du genau, dass sich die Ergebnisse von Tierversuchen nicht so ohne weiteres auf Menschen übertragen lassen. Astrid. Wozu brauchen wir eigentlich den 100. Beta-Blocker? Kannst du mir das mal sagen? Aber dir ist doch jedes Mittel recht, um auch damit noch deinen Reibach zu machen. Lass uns nicht streiten, das bringt doch nichts. Stimmt, das bringt nichts. Wenn das deine Einstellung zu Tieren ist, dann hast du mir wohl nur beim Suchen geholfen, um mich ins Bett zu kriegen. Sag mal, spinnst du? Vergiss es. Das ist doch nicht dein Ernst. Astrid, jetzt warte doch. Halt du dich da raus. Ja, Mirki. Sattler? Graf Sattler. Aha. Ich komme mir vor wie Aschenputtel. Ich habe meinen Prinzen gefunden und der hat mich auf sein Schloss gebracht. Reaktion könnte hier für einen Sieg von Rudi Markus in Sorge, ein Lucky Punch. Er stellt in die Mitte. Lass mich sehen, was er da reinlegt. Bei dem Training. Seinem Trainer die Taxen weggehauen. Er hat richtig was drin. Deswegen aufpassen. Björn? Ist was passiert? Weiber. Wieso bist du schon zurück? Ich musste weg. Einfach nur weg. Und Nina? Die ist abgehauen mit so einem Typen. Das gibt's doch nicht. Doch. Weißt du, was sie gesagt hat? Ich wäre zu lieb. Zu rücksichtsvoll. Das ist ja ein Kompliment. Doch. Ich mit einem Menschen, der auf diese Weise sein Geld verdient, nichts zu tun haben möchte. Ist doch egal, wo das Geld herkommt. Hauptsache, man hat es. Und Anton mag Felix. Deshalb kann er nicht böse sein. Imke, bitte. Das zwischen Felix und mir geht dich wirklich nichts an. Wohl. Mama will doch nur kneifen. Genau. Blödsinn. Papa sagt das auch. Was sagt euer Vater? Dass du noch vertrocknest, weil es dir eh niemand recht machen kann. Manchmal kommt mir das Leben wie eine Computersimulation vor. Lass uns doch ein anderes Programm starten. Eins ohne Frauen. Das wäre doch auch langweilig. Es müsste für jede Frau eine Hilfedatei geben. Mit alphabetischem Problemindex. Ein unbekannter Fehler ist aufgetreten. Möchten Sie das System neu booten? Festplatte löschen und neu aufspielen. Manchmal hätte ich Lust, einfach nochmal von vorne anzufangen. Wir könnten noch wegziehen. Nach Berlin zum Beispiel. Keine Nina? Hört sich gut an. Ja, Anton, was machst denn du hier? Hey, Anton. Ja, ja, wo die Liebe hinfällt. Hallo. Ja, wo warst du denn? Anton, Mensch. Ach. Komm mal hier. Karlchen, wo warst du denn?
Du verrückter Hund, hey! Diesmal ist es kein Turnbeutel. Das glaube ich ja nicht, dass Anton ausgerechnet zu dir läuft. Zu einem aus der Laborfraktion. Ich hab's nicht so gemeint. Ach ja? Ich verstehe, dass du dir Sorgen gemacht hast um Anton, aber... Aber was? Aber diese Schwarz-Weiß-Malerei. Hier die Guten, da die Bösen. Das bringt mich auf die Palme. Vielleicht machst du dir auch nur was vor. Ja, vielleicht. Anton, was? Aber Anton ist wieder da. Könnten wir nicht einfach... So tun, als wäre nichts passiert, hm? Naja. Wir müssen doch nicht immer gleicher Meinung sein. Oder soll ich gehen? Es tut mir leid, aber mir wächst im Moment alles ein bisschen über den Kopf. Weißt du, die Sache mit dem Verlust? Du musst dich doch nicht entschuldigen. Mir ging es ja auch so. Ich muss auch erst wieder lernen, Gefühle zu zeigen und mich fallen zu lassen. Ich habe mich 2 Jahre in meiner Arbeit verkrochen. Irgendwie bin ich ein bisschen aus der Übung, glaube ich. Ich auch. Ich habe nie gelernt, dass Streiten etwas Positives sein kann. Ich bin so zum Kotzen harmoniebedürftig. Furchtbar. Auch das mag ich an dir. Ein Diamant ist ein glanzloser Stein gegen dich. Hör auf, sonst glaube ich es noch. Was wäre so schlimm daran? Die Enttäuschung, wenn du irgendwann deine Meinung änderst. Jemand gewonnen hat. Und diese blöde Zicke wollte ja den Namen nicht rausrücken. Darfst du ja auch nicht. Ja, ja, du hast ja auch hier ganz andere Möglichkeiten, ne? Tut mir leid, Robert, ich würde dir ja gerne helfen. Schon um der alten Zeiten willen, aber... Entschuldige mal, jetzt doch auch eine super Story für dich. Lotte betrogen, unserem besten Mann entlarvt, hä? Unsere Hausjuristen würden mich köpfen. Wer die Quittung vorweist, ist der rechtmäßige Gewinner. Basta! Pierre, ich brauche diesen Namen, wirklich. Soll dein Schaden nicht sein. Das verspreche ich dir. Dritter, fünfter Mama. Stier. Na, das passt ja. Imke. Luzi. Hochzeit. Superzahl. Eros Center Köln-West, was kann ich für Sie tun? Wie sagst du, heißt dein neuer Lover? Oh, Robert, was willst du? Michels? Felix Michels? Ja, und? Na, weißt du, wie früh... Ich hab rausgefunden, wer mit deinen Zahlen gewonnen hat. 3-mal darfst du raten. Thank you.
Astrid? Astrid, mach doch auf. Hau bloß auf! Was ist hier los? Was ist denn? Mama! Lasst mich doch rein, bitte! Verpiss dich mit meinem Geld! Ich hab's erst heute Morgen erfahren. Ich wollte mit dir reden, ich musste zur Arbeit. Astrid, bitte! Den Kaffee machen? Ist besser so. Danke. Hast du sonst noch was? Lass dir mal ein Bad ein. Hey. Es wird alles wieder gut. Wir haben doch noch uns. Aufstehen! Lass mich. Aufstehen! Licht aus. Du musst in die Schule. Ich hab Ferien. Ich bin eigentlich gar nicht hier. Hm. Wieso bist du nicht arbeiten? Ich. Was ist los mit dir? Ich mach uns mal Kaffee. Sag mal, Karin, ganz ehrlich, stimmt was nicht mit mir? Habe ich irgendein ein Mal auf der Stirn? Ein Zeichen, das sagt, bitte tu mir weh, mit mir kann man's machen? Du hast vielleicht ein bisschen Pech in letzter Zeit. Ich habe echt gedacht, ich würde so langsam rauskrabbeln aus dem Loch. Du weißt ja noch, als Robert damals plötzlich weg war. Nach den ersten durchheulten Nächten, da habe ich gesagt, okay, wenn das Dach über dir zusammenbricht, kannst du die Sterne sehen. Jetzt stellst du dich auf die eigenen Beine, lernst, wie man einen Reifen wechselt, wirst groß und stark und machst dein Wohlbefinden nicht mehr von 15 Zentimetern abhängig. Wenn es denn mal 15 Zentimeter wäre. Karin, ich kann Reifen wechseln. Ich kann Sicherung austauschen. Ich habe mich nicht mal von dieser Kündigung unterkriegen lassen, aber weißt du, was ich immer noch nicht kann? Ich sehe einen Hund und kenne seinen Charakter sofort. Aber beim Menschen. Ich kann einfach nicht hinter die Maske gucken. Ich hätte nie gedacht, dass Felix auch so ein Arsch ist wie alle anderen. Wer konnte doch nicht wissen, dass er ausgerechnet dich bescheißt. Macht das einen Unterschied? Ich finde schon, irgendwie. Ach.
Ich verstehe, dass sie so reagiert. Ich dachte, du verstehst die Frauen nicht. Was machst du jetzt mit dem Geld? Nichts, ich gebe es ihr zurück. Aber wie soll ich das machen? Sie spricht nicht mal mit mir. Du legst es ihr einfach vor die Füße. Und wir gehen nach Berlin. Und Sie sind wirklich sicher, dass Sie den gesamten Betrag... Ja, alles. Kennen Sie schon unseren neuen Dachfonds? Ein absoluter Outperformer. Den kenne ich, danke. Well, everyone is a friend. Astrid! Warte, das gehört dir. Falsch. Du hattest die Quittung, du bist der rechtmäßige Eigentümer. Ich wusste nicht, dass es dein Lottoschein ist. Ich muss weiter. Es gibt Leute, die brauchen einen Job, um sich über Wasser zu halten. Wieso machst du es mir so schwer? Lass mich nachdenken. Vielleicht, weil ich eine naive Vorstellung von Liebe habe? Vielleicht, weil ich mich wahnsinnig ausgenutzt fühle? Und weil ich einfach keine Lust mehr habe, mein Vertrauen in Menschen zu investieren, die es einfach nicht wert sind. Also gut, du willst das verdammte Geld nicht und ich will das verdammte Geld auch nicht. Hier! Irgendjemand wird es schon mitnehmen. Schneller. Ja, Miete für mich. 20.000, bitte. Das gibt's da nicht, das gibt's doch einfach so. Armselig. Papa! Wo? Hey! Hey, sag mal, spinnt ihr? Moment, ich bin dran mit Sätzen. Hauptstraße, wem gehört die? Mir, oh, 20.000. Ja. Rede. Gib mir alles, komm. Ich möchte ein bisschen. Du hast doch genug da. Wahnsinn, wer da nicht schwach wird. Komisch. Mein ganzes Leben habe ich davon geträumt und jetzt interessiert es mich gar nicht mehr. Du spinnst ja. Bloß rückt die Schlossallee raus. Da, 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 da. Die wollte ich haben. Tja, ohne Moos nichts los, Kleine. Siehst du? Geld verdirbt den Charakter. Wenn du Geld hast, brauchst du keinen guten Charakter, du brauchst einen guten Anlageberater. Soll ich dir mal einen besorgen? Ich bin... Keine Ahnung. Du bist dran, du bist dran. Du. Was ist los?
bist reich. Du hast ein sorgenfreies Leben vor dir. Wo ist das Problem? Du weißt nicht, was du willst. Doch. Ich glaube, ich weiß es. Das gibt's doch gar nicht. Ich nenne Ihnen den Namen. Ich nenne Ihnen die Fakten. Und Sie können überhaupt nichts tun? Nein. Die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Lotteriegesellschaft sind eindeutig. Wir können Herrn Michels in diesem Punkt nichts anhaben. Das ist nicht gerecht. Mag sein, aber rechtmäßig. Dieser Zugewinnausgleich, ich meine, den haben wir doch vereinbart. Herr Seibel, wir... Offiziell wurde der Gewinn an diesen Herrn ausgezahlt. Der hat doch was mit meiner Frau, verstehen Sie? Das ist ein abgekartetes Spiel. Dazu kann ich jetzt nicht sagen. Aber diese zugegeben beachtliche Summe fließt nicht automatisch in das gemeinsame eheliche Vermögen ein. Sie haben also keinen Anspruch darauf. Kann man da überhaupt nichts machen? Sagen wir mal so. Ist die Scheidung denn wirklich unvermeidlich? Gefällt er dir? Du schenkst mir Blumen? Ja. Den letzten Strauß von dir habe ich zu Imkes Geburt bekommen. Ich weiß, ich war in letzter Zeit etwas unaufmerksam. Schon okay. So eine Gespielin kostet eine Menge Energie, vor allem in deinem Alter. Astrid, ich habe Marlies vor die Tür gesetzt. Ich weiß jetzt, mein Platz ist hier, bei dir und bei den Kindern. Astrid, willst du meine Frau bleiben? Vielleicht können wir noch mal von vorne anfangen, weißt du, zusammen eine Reise machen oder so. Ach, jetzt verstehe ich. Glaub nicht, dass du auch nur einen Cent von dem Geld siehst. Abwarten. In 4 Stunden ist die Zwangsversteigerung. Willst du gar nicht dabei sein? Nein. Ich schaff das auch alleine. Das tue ich mir nicht an. Hoffentlich kriegen wir einen guten Preis. Mach dir keine Sorgen. Für die Schulden reicht's. Vielleicht bleibt uns ja noch was übrig. Vielleicht hätten wir das schon viel früher machen sollen. Ein neuer Anfang. Ich hab's versaut. Tut mir leid. Ja, sag das nicht mir, sag das Astrid. Sie will es doch gar nicht hören. Na und? Du willst es ihr aber sagen, oder? Wie komme ich bloß zu so einem Sohn? Bild dir bloß nichts drauf ein. Das sind Mamas Gene. Komm mal hier hin. Hallo, Imke. Hallo, Herr Hubert. Komm, guck mal da. Dummer Hund. Hallo, Anton. Hi, Felix. Hallo, Imke. Alles klar? Mhm. Kommst du jetzt wieder öfter zu uns? Imke, ich muss mal kurz zum... Komm, Anton, wir verziehen uns hier. Was willst du? Keine Angst. Ich wollte mich nur verabschieden. Wir ziehen nach Berlin. Ja. Die Villa wird zwangsversteigert. Und überhaupt, was hält mich noch hier? Tut mir leid, dass das mit uns nicht geklappt hat. Das wollte ich dir noch sagen. Ich hätte es mir gewünscht. Sehr. Du bist das Beste, was ich...
auf. Mach's gut. Und mach nie eine Diät. Astrid. Die Fassade könnte einen neuen Anstrich vertragen. Das soll der Neubesitzer machen. Eben. Ich bin für zartes Gelb. Spannende Sache, so eine Versteigerung. Und welche Farbe soll unser Schlafzimmer haben? Gelb? Blau? Mauve? Rot. Rot, rot, rot. Echt geile Bude, Mama. Absoluter Hauptgewinn. 6 richtige. Mit Superman. Das war die beste Mal allein.